Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antrieb ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir über den Wirkungsgrad gesprochen und haben gesagt, okay, Antrieb hat einen gewissen Wirkungsgrad und es gibt eine Verlustleistung und diese Verlustleistung, die wärmt unseren Bauteil, unseren Motor auf. Das heißt, es wird warm werden da drinnen. Jetzt wollen wir ein bisschen herausrechnen, wie warm wird denn das oder was muss ich da aufpassen und so weiter, was sind denn die Grenzen dieser Erwärmung und ja, von was hängen die ab? Dazu stellen wir die Energiebilanz auf. Ja. Also ich habe irgendwo eben meine Verlustwärme, ja, QV, das ist die Verlustwärme, die von der Verlustleistung erzeugt wird. Okay? Also die geht in das Bauteil ein. Ja? Und die muss gleich sein, ja? Der abgestrahlten, also es gibt eine abgestrahlte Wärmemenge. Ja? Der Bauteil strahlt Wärme ab, passt. Ja? Und es gibt noch die Wärmemenge, die den Bauteil erwärmt, plus Q mal Delta Theta. Das ist die Wärmemenge, die den Bauteil erwärmt. Das ist die Energiebilanz. Das QV ist dabei. QV ist die Leistung, die Verlustleistung, mal der Zeit, wo die einwirkt. Ist klar. Dann haben wir die abgestrahlte Wärmemenge. Die abgestrahlte Wärmemenge ist irgendein Faktor Alpha, ja, mal der Oberfläche und mal wie viel wärmer praktisch der Bauteil ist. Ja. Und ebenfalls mit der Zeit. Also das O, das Alpha hier, ja, das ist der Abstrahlbeiwert, ja, der ist in Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Ja. Das ist die Oberfläche. Oberfläche in Quadratmeter. Ja. Theta ist die Umgebungstemperatur. Kelvin. Und oder Grad Celsius, ist in dem Fall egal, weil es nur auf die Differenz drauf ankommt, weil das die Temperatur des Bauteils ist. Und Delta T ist wieder die Zeit, in der das einwirkt. Ja? Und jetzt der letzte Term hier, das ist die Erwärmung. Ja? Und das ist C mal M mal Delta Theta, wobei C in diesem Fall spezifische Wärmekapazität in Joule pro Kilogramm und Kelvin, ja, M ist die Masse, ja, Kilogramm, und das Delta Theta ist eben, um was er sich erwärmt hat. So und so viel Grad hat sich diese Masse erwärmt. Wenn ich das jetzt einsetze, ja, setzen wir es ein, VV mal Delta T ist gleich Alpha mal der Oberfläche mal der Temperaturunterschied mal Delta T, ja, plus C mal M mal Delta Theta. Ja, jetzt dividiere ich da nur durch Delta T, dann habe ich da praktisch dBV ist gleich, das Delta T fällt weg, ja, Alpha mal der Oberfläche mal der Temperaturdifferenz des Bauteils, das ist weg, ja, und dann habe ich da nur plus C mal M mal Delta Theta durch Delta T. Das kommt von der Römer. Ja.
Das ist eine Differentialgleichung. Jetzt mache ich den Differentialübergang, jetzt sage ich dann Delta Theta durch Delta T, sondern sage, okay, dieses Delta ist jetzt so klein, dass es da ist, aber also gerade ja, so klein, aber doch noch merkbar. Ja, unendlich klein, aber genauso wirksam. Dann ist das praktisch die Änderungsrate und nicht die Änderung während einer gewissen Zeit. Ja, das heißt, ich mache da praktisch den Infinitesimalübergang, dann steht da BV ist gleich Alpha mal der Oberfläche Theta minus Theta Umgebung plus C mal M und die Ableitung nach der Zeit, die Änderungsrate. So, wann ich jetzt wenn die Endtemperatur erreicht ist, ja, dann wird es nicht mehr wärmer werden. Also es wird wärmer, dadurch, dass es wärmer wird, wird mehr abgestrahlt. Ja. Und es bleibt halt weniger von der Verlustwärme, bleibt über für die Erwärmung. Und irgendwann bleibt für die Wärmung gar nichts mehr über, weil alles, der ganze Verlust praktisch abgestrahlt wird. Und dann ist es so warm, wie es warm geworden ist, dann ist das Theta die Endtemperatur. Ja. Und schauen wir uns das an. Okay, schauen wir uns das an. Was bedeutet das, wenn ich dθ nach dt gleich 0 setze? Dann habe ich nämlich die Endtemperatur erreicht. Dann habe ich das PV ist gleich Alpha mal der Oberfläche mal, und jetzt das Theta ist die Endtemperatur, TE minus Theta A, ja? Und dahinter ist es 0. Das passt. Ja. Jetzt möchte ich mir da die Endtemperatur ausrechnen. Ja. Die erreichte Endtemperatur ist also, das ist PV dividiert durch Alpha mal der Oberfläche. Okay. Und dann plus der Umgebungstemperatur. Ja. Das ist die erreichte Endtemperatur. Okay? Das ist die erreichte Endtemperatur. Ist wichtig. Ja? Auf das muss ich nämlich meine Sachen auslegen. Jetzt ist die Frage, wie groß ist Alpha? Ja? Wie groß ist Alpha? Und da kommt es drauf an. Gibt es eine erzwungene Strömung und so weiter? Blase ich da drauf? Normalerweise bläst man drauf. Ja, normalerweise gibt es irgendwo einen Ventilator, der die Kühlluft durch meinen Motor durchpresst. Ja, und dann kann man Alpha schätzen. Ja, ich schreibe jetzt einmal Schätzwert für Alpha. Und den kann man schätzen mit einer Wühlenformel, muss ich sagen. Warte, noch schon den Faktor. Ja, okay. Alpha ist gleich, ja, 7,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. 7,8 passt, ja, Schätzwert. Ja. Nein, ist es noch nicht, sondern ich sage, das ist nur Strömungsgeschwindigkeit hoch 0,78. Ja. Also das ist die Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft. Mit dem erreiche ich eine sehr gute Näherung. Auf Einheiten muss ich noch aufpassen, das ist Meter pro Sekunde. Das heißt, ich muss das da Sekunde hoch 0,78 dividiert durch Meter hoch 0,78. Dann ist das einheitenlos, ja. Also das da wilde Einheit. Das hat man halt, ne, wenn man solche Näherungsformeln, solche Faustformeln hernimmt, ja, die nicht einer physikalischen Gesetzmäßigkeit entsprechen, dann hat man so komische Faktoren und so weiter drin. Aber passt, ja. Das heißt, wenn eine freie Strömung herrscht und so weiter, dann bei freier Strömung.
Alba ungefähr 12. 12 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. So sieht das aus. Das ist eine Differentialgleichung hier. Das ist eine Differentialgleichung. Und wie schaut jetzt der Temperatur die Lösung dieser Differentialgleichung aus? Nun, Lösung der Differentialgleichung. Der Temperaturverlauf bei einem gewissen eingebrachten, Leistung, das heißt der Temperaturverlauf des Bauteils, ist gleich. Ja. Die Umgebungstemperatur und dann plus. Ja. Die Endtemperatur minus der Umgebungstemperatur. Ja, das ist die praktisch, wie sehr das über der Umgebungstemperatur liegt. Ja, und dann mal 1 minus E hoch minus T durch Erwärmungszeitkonstante. Okay? Das kennen wir. Das ist genau das gleiche wie beim Aufladen eines Kondensators. Ja, das geht so gemütlich nach oben. Ja, also ich zeichne das nachher noch ein. Ja. Oder machen wir es gleich? Machen wir es gleich. Ja. Ich habe praktisch jetzt, übertrage das jetzt dann nur mal. Ja. Übertrage diese Gleichung, Temperaturgleichung, übertrage ich. Das heißt, das Theta von T ist gleich Umgebungstemperatur plus Endtemperatur minus Umgebungstemperatur. Das heißt, Überwärme praktisch. 1 minus E hoch minus T durch Erwärmungszeitkonstante. So schaut das aus. Ja. Das heißt, wenn ich das einzeichne, dann habe ich zuerst eine gewisse Umgebungstemperatur. Dann gibt es eine Endtemperatur. Und einen Zeitpunkt, wo ich die Verlustleistung einbringe. Okay? Das wird der Temperaturverlauf Theta von T. Der ist da. Haben wir Umgebungstemperatur, wir sind abgeschaltet, sagen wir. Wir waren lange, lange abgeschaltet. Und dann gibt es da eben diese Erwärmungszeitkonstante Tau E. Und noch fünfmal der Erwärmungszeitkonstante, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sind wir praktisch da und nach einer Erwärmungszeitkonstante haben wir ungefähr 63%. Das ist der Delta Theta da praktisch, ja. Das ist der da. 63% und dann laufen wir so nach oben. Das ist die Lösung dieser Differentialgleichung. Gell? Dann sind wir da und dann bleiben wir da. Erwärmungsvorgang. Ja. Das Tau E. Was ist das für eine, das sehen wir hier aus der Differentialgleichung, das ist praktisch das C mal M dividiert durch die Alpha mal der wirksamen Oberfläche, das ist die Erwärmungszeitkonstante.
Bei Kleinmotore vierzig Minuten. Dann, je größer der Motor wird, desto ärger wird es. Ich meine, da habe ich die Masse drin und so weiter. Gell? Bei riesigen Motoren, ja, das heißt bei Großmaschinen, kann das mehrere Stunden betragen. Ja, also wenn das schon mehrere Stunden sind, das sind ja dann, was die noch am Tag oder so wird das einmal warm. Ne? Dann hat das die statische Endtemperatur erreicht. Das ist, in einem Kraftwerk ist das zum Beispiel, das ist da Theta Ende und das ist Theta Ambient Umgebungstemperatur. Ne? Bei Erwärmungslauf in Kraftwerken, das war immer recht eine fahle Zeit, muss man sagen, weil man die Maschinen so lange am Netz gelassen hat praktisch, ob bei unter Volllast, bis sie nichts mehr erwärmt hat. Ja. Wirklich Stunden, Stunden, Stunden gewartet und auf die Temperaturkurven geschaut. Ja. Und irgendwann, und jedes Mal da glaubt man schon, man hat es geschafft und dann steigt es immer noch und das ist. Aber naja, das gehört eben dazu. Erwärmungszeitkonstante. Wenn ich ausschalte die Maschine, ja, jetzt ist so Zeit rein und jetzt schalte ich aus. Ja, dann schaut das natürlich umgekehrt aus, dann kühlt das ab, am Anfang relativ schnell, weil die abgestrahlte Leistung relativ viel ist und je mehr dass das abkühlt, desto weniger ist die abgestrahlte Leistung. Und dann, aber diese Ausschaltzeitkonstante oder Auskühlzeitkonstante, ja, die ist wesentlich länger. Ja. Das ist 2 bis 6 Mal so lang wie die Einschaltzeitkonstante. Ja. Das ist die Auskühlzeitkonstante. Warum ist die länger? Ja, weil es kein Kühlluft gibt. Ja, also normalerweise sind die Ventilatoren ja mit der Rotation gekoppelt. Wenn das steht, gibt es keinen Ventilator. Ja, ja. Länger da kein Kühlluftstrom. Ja, da hat sich einfach das Alpha geändert. Ja. Entsprechend nach unserer Schätzung, nach unserer dezenten Schätzformel hier. Ja. So, ja, so schaut das aus. Ja. Unsere Maschine wird also warm. Sie wird aber einen gewissen Endwert erreichen. Der Endwert ist eben abhängig davon, von der zugeführten Leistung, von der Oberfläche der Maschine und von der Abstrahlkonstante. Ja. Wie gut bringt die Leistung weg? Und das Abstrahlen ist halt eine Mischkulanz, die Wärmeabfuhr ist eine Mischkulanz aus Konvektion, aus Wärmestrahlung und so weiter. Und deswegen schaut es da ein bisschen wüder aus. Ja. Das ist die Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft, haben wir gesagt. Ja, und wird eben entsprechend eine Näherungsformel. Ja. Und führt nachher zu diesen Erwärmungskurven. Ja. Jetzt wissen wir haben einen stabilen Endwert. Das ist schon mal gut. Ja. Und das nächste Mal schauen wir sie an, ja, wo darf denn der hin? Ja, wo darf denn dieser Endwert hin? Hängt von den Isolationsmaterialien an, schauen wir uns ein paar Klassen an. Ja. Passt. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.